Ich bin André Meister und ich bin Journalist und schreibe für Netzpolitik.org, eine Plattform für digitale Freiheitsrechte im Netz. Bei Netzpolitik schreiben wir, berichten wir über alle Dinge, die mit dem Internet und der digitalen Welt zu tun haben, wo die Politik und das Netz zusammenkommen. Wir bei Netzpolitik.org nutzen viel Verschlüsselung auf allen möglichen Ebenen, Festplattenverschlüsselung, Chatverschlüsselung, aber natürlich auch GnuPG für Verschlüsselung von E-Mails. Alle Leute, also wir haben 100% Abdeckung bei Netzpolitik.org. Alle Leute, die bei uns arbeiten, nutzen GnuPG und wenn ein Praktikant neu am ersten Tag kommt, dann werden die auch dazu gebracht, sich ein Schlüsselpaar einzurichten. Bei Journalisten gibt es immer noch einige, die nach meiner Meinung eigentlich alles verschlüsseln sollten, so ganz große Investigativjournalisten, die wirklich ganz großen Stories rausbringen, die aber meinen, ich habe so ein Standing, ich habe noch nie verschlüsselt, ich werde das auch in Zukunft nicht machen. In meinen Augen ist das verantwortungslos. Aber viele bekannte andere Journalisten aus dem Umfeld verschlüsseln mehr und mehr. Gerade Snowden hat echt nochmal so einen Schub reingebracht. Aber zumindest die Journalisten, die etwas mit digital, mit diesen ganzen Themen, Überwachung und den Verschlüsselungstools zu tun haben, die sollten jetzt auch selbst verschlüsseln. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie echt in der Minderheit. Nun, wir verschlüsseln alle möglichen unsere Inhalte, um untereinander vertraulich kommunizieren zu können, aber auch um vertrauliche Anlaufstelle für potenzielle Informanten zu bieten. Man soll uns keine unverschlüsselten Mails schicken müssen, man kann das auch verschlüsselt tun. Und GnuPG ist einfach ein ziemlich weit verbreitetes Tool eben für E-Mail-Verschlüsselung. Der primäre Fokus ist, dass sich Leute an uns wenden können, die uns vertrauliche Inhalte übermitteln können auf digitalem Weg, obwohl wir wissen, dass die ganze digitale Welt komplett überwacht wird, obwohl wir von Snowden wissen, von Geheimdienstüberwachung wissen, obwohl wir genau darüber berichten und obwohl wir auch schon mit angezapften Telefonen, angezapften Internetleitungen zu tun hatten. Da ist Vertraulichkeit tatsächlich eines der starken Kriterien. Bei Netzpolitik.org wurde wegen Landesverrats ermittelt vom Generalbundesanwalt. Es hieß da offiziell, dass nur Anfragen bei der BaFin wegen unseren Konten und beim Einwohnermeldeamt wegen unseren Einwohnermeldeamt-Stammdaten gemacht wurden. Und offiziell ist keine Telekommunikationsüberwachung von den Polizeibehörden passiert. Es stand im Raum, dass wir für mehrere Jahre in den Knast müssen, weil wir unsere Arbeit gemacht haben und als Journalisten über das berichtet haben, was die Geheimdienste machen, schon allein diese eigentliche Arbeit, die Veröffentlichung von geheim eingestuften, vertraulich eingestuften Dingen ist genug. Aber dann ging es natürlich bei unseren Berichten auch noch um den Inhalt. Wir haben über Geheimdienstüberwachung berichtet, wo wir eben sehr genau darauf achten, was dürfen Strafverfolgungsbehörden, aber eben auch Geheimdienste. Die Ermittlungen gegen Markus und mich wegen Landesverrats, die wurden dann vor 2 Jahren, 1,5 Jahren auch ziemlich schnell wieder offiziell eingestellt. Wir haben aber nicht aufgehört, unsere Arbeit zu machen und wir haben seitdem mehrere eingestufte Dokumente über auch den Verfassungsschutz, auch den BND veröffentlicht. Wir werden damit weitermachen, aber wir haben jetzt schon einmal gesehen, das kann zu Ermittlungen gegen uns führen und wir können nicht naiv sein und denken, ach, wird schon nichts passieren, ging ja letztes Mal auch alles gut, sondern wir müssen für den Ernstfall gewappnet sein, wenn wir überwacht werden, wenn unsere Leitungen abgehört werden, ja, wenn uns Strafverfolgung droht wegen unserer Arbeit, aber das ist nicht nur die Verantwortung gegenüber uns, sondern auch gegenüber unseren Quellen. Als Journalisten ist unsere Aufgabe, die Kommunikation mit unseren journalistischen Quellen vertraulich zu halten. Wir müssen unsere Quellen schützen. Deswegen ist es selbstverständlich, dass wir Kommunikation verschlüsselt anbieten, auch wenn nicht alle Quellen das wahrnehmen, aber das ist wieder das nächste Thema. Wir sind jetzt ein bisschen in herausgehobener Position, weil wir so einen konkreten Gegner, den Staat, gegen uns hatten, aber wir haben schon immer unsere E-Mails verschlüsselt. Schon vor Snowden, vor Geheimdienstüberwachung haben wir GnuPG und ähnliche Verschlüsselungstools genutzt. Einfach nur, weil wir wissen, wie unsicher unverschlüsselte E-Mails sind, weil es eben auch nicht nur um das Bundeskriminalamt oder den Generalbundesanwalt geht, sondern
einen gehackten Router, einen Nachbarn im WLAN, ein unsicheres Passwort irgendwo, einen Mail-Server-Provider, der irgendwo ein Loch hat. Das Internet ist keine Blümchenwiese, da kommen Daten weg, früher oder später. Und wenn es nur verschlüsselte Daten sind, die wegkommen, ist das weniger drastisch. Aber jeden Tag lesen wir wieder von Datenleaks, wie viele Millionen Daten irgendwo abhanden gekommen sind. Verschlüsselung und GnuPG sind eine Möglichkeit, seine Kommunikation und Inhalte vertraulich zu halten. Und wir haben das schon lange vor Snowden und lange vor Landesverrat genutzt und wir werden das auch weiter tun. Es gibt einfach, wir können einfach nicht naiv an das Internet gehen, was wir dort in Klartext schreiben, das wird höchstwahrscheinlich auch Verbreitung finden zu anderen Leuten. Nur wenn wir uns mit digitalen Tools schützen, können wir das auch vertraulich halten. Und die Tools sind ja da, Tools wie GnuPG existieren, deswegen sollten wir sie auch einfach nutzen.